Hallihallo, ihr Lieben. Es ist mal wieder soweit, ich habe ein neues Video für euch. Und zwar habe ich dieses Mal ein DIN A4 Skizzenheft zu filmen. Und zwar dieses hier. Das Lustige ist, von diesen Büchern habe ich mir diesen Sommer mehrere gekauft. 4 Stück, 3 davon sind mittlerweile voll. Dieses hier und dieses hier. Und das erste davon schauen wir uns heute mal an. Es ist, wie ihr schon seht, eben ein bisschen dünner, ein Skizzenheft deswegen, eher als ein Skizzenbuch. Und ja, in unter einem Monat voll gewesen, weil ich das unter anderem mit Challenges gefüllt habe. Und zwar ja, Skizzen von der Gruppe Retaker, also ne, die Zeichner-, RPG- und Levelgruppe von Pino und mir. Und den Retober, unsere eigene Inktober-Challenge innerhalb der Gruppe. So, werfen wir nochmal einen Blick rein. Den Anfang macht ein Bild zu einer Gruppenquest, wo Wespen in großer Masse von den Charakteren getötet werden müssen. Und da die Bilder bestimmte Voraussetzungen haben, die erfüllt werden müssen, damit die Quest als erfüllt gilt, muss man halt immer zusehen, dass man ein bisschen plant, welche Charaktere und wie viele man auf so ein Bild draufbringt. So. Hier habe ich dann was zum Sketch Temba. Den habe ich, je nachdem, wie man es sieht, durchgezogen oder auch nicht, denn ich habe die ersten 11 oder 12 Tage jeden Tag 3 Bilder gemacht. An sich eine Seite, ich hätte sagen können, das ist halt ein Beitrag, deswegen sind es an sich nicht 30 geworden. Damit gilt der Sketch-Temba so gesehen nicht als erfüllt. Wenn ich jede einzeln gewertet hätte, hätte ich ihn mehrfach erfüllt. Und ja, die anderen Skizzen sind in einem anderen Heft noch drin, wo ansonsten nur Quatsch drin ist und irgendwelche eingeklebten Sachen und Ideen. Hier ist zumindest Tag 10. Da ist Nell gerade dabei, Munition zu erstellen. Also die Patronenhülsen zu füllen. Und es ist, während es mehr wird, zunehmend langweilig für sie. Und ja, sie hat entsprechend irgendwann keinen Bock mehr. So, beim nächsten Bild trifft meine Nell auf Vespa. Vespa ist entgegen dem, was man beim Namen denken könnte, keine Wespe, sondern Hornisse. Ein Charakter vom lieben Stefan, der ist auch häufiger in den Kommentaren hier unterwegs. Eine liebe Grüße, Stefan, Hallöchen, falls du das gerade siehst. Und ja, ich habe mir schon gedacht, weil Nell nicht so der Fan ist von riesigen Insekten, ist sie vielleicht auch nicht ganz so begeistert davon, so ein menschliches Rieseninsekt auf einmal gegenüberstehen zu haben und ist erstmal ein bisschen irritiert und erschreckt, logischerweise. Dabei ist Vespa eigentlich ganz friedlich. Ich muss das Buch immer ein bisschen drehen. Das nächste Bild hier ist mehr so ein Bild von einer Idee, die ich schon lange hatte. Denn ich habe so ein Heftchen mit Bildideen von Sachen, die ich immer mal zeichnen wollte. Und da hatte ich irgendwann mal geschrieben, ich möchte gerne mal einen Charakter in einer sehr detaillierten Rosenmuster-Strumpfhose zeichnen. Und als ich das wieder gesehen habe, das Zettelchen, dachte ich mir, ja gut, dann mache ich das doch mal. Probiere ich es mal an einem Bild mit Nell. Auf dem Bett mit Kissen und dem riesigen Plüschkraken. Und die ist jetzt nicht so detailliert, es ist halt einfach nur Kreuzmuster und Rosen, aber ich weiß nicht, es ist so für das Motiv eigentlich das Maximum, was an Details hinhaut, damit es nicht falsch wirkt, finde ich. So, dann haben wir ein paar kleine Bilder rein. Und zwar sind in unserer Gruppe ein paar stärkere Gegner aufgetaucht. Also große Schattenmonster, die eben entsprechend schwer zu besiegen sind. Und da die Gruppe darauf basiert, dass man seine Charaktere immer wieder zeichnet und dadurch auflevelt, bringt es natürlich was, diese Quests immer wieder zu erfüllen. Sodass ich hier mehrere Bilder habe, wie meine Charaktere gegen diese Gegner kämpfen. In diesem Fall June, die mehrfach gegen einen Schattentempelritter antritt. Hier dann gleich noch ein paar Szenen. Es war für mich sehr spannend, das so ein bisschen aufzubauen, wie so ja, einzelne Manga-Panels, auch wenn die Handlungen nicht alle komplett zusammenhängen. Aber ihr kennt mich und meine Schwachpunkte, ne? Kampfszenen dynamisch aufbauen und funktionieren lassen. Das ist so ein Problem und ich arbeite dran, wie man sieht, nur es ist halt, wenn man es nicht ganz, ganz, ganz oft macht, schwierig. Deswegen habe ich es ganz, ganz oft gemacht. Und hier haben wir noch 3 Kampfszenen gegen Schattentempelritter. Ich werde hoffentlich in Zukunft noch mehr solche Bildaufbauten hinbekommen oder ähnliche Sachen.
In einem der Bücher, das ich euch in den nächsten Wochen noch zeigen werde, ist sogar was anderes Ähnliches drin, und zwar ein kompletter kleiner Kurzmanga. Relativ sketchy über ein paar Seiten, aber auch eine Kampfszene. Bis dahin ist das hier so noch das Maximum gewesen dessen, was ich mir zugetraut habe. Und ich bin mit den Ergebnissen ganz zufrieden. Entsprechende Bildreihen habe ich dann auch mal probiert mit Alex, meinem zweiten Retaker. Der ist ja eigentlich mehr mit Pistolen unterwegs oder halt im Nahkampf, aber mit den Seiten bin ich nicht ganz so zufrieden. Die wirken ein bisschen zu statisch. Vor allem eben die mittlere, wo er halt dem Henker die Axt wegreißt und zuschlägt. Das muss ich nochmal irgendwann besser hinbekommen als bei der Abfolge hier. Und jetzt kommt was mir ein bisschen wehtut beim Zeigen. Und zwar, ihr habt ja hier jetzt auf den Seiten ganz viel mitbekommen, wie June gegen Schattentempelritter kämpft. Und dieses ganze Auftauchen der neuen Monster wurde bei uns auch begleitet von einem ähnlichen RP-Abschnitt, wo die Charaktere sich eben in dieses neue Gebiet begeben haben. Ich glaube nicht, dass ich die ganze Handlung jetzt hier als solche zusammenfassen möchte, dann könnte ich euch quasi einen Roman erzählen, aber es ist nicht ganz so gut ausgegangen für June. Sie hat im Kampf gegen einen dieser Tempelritter und einige Schützen ihr Auge und ihre Hand verloren. Es ist halt immer noch ein Kampfszenario, es sind halt immer noch ernstzunehmende Gegner, viele davon. Und egal wie gut man mit so einem Schwert umgehen kann und wie sehr man weiß, was man tut, wenn was Unerwartetes passiert, dann geht das halt auch schon mal weniger gut aus. Und hier beginnt jetzt auch der Retober, also unser gruppeninterner Inktober dieses Jahr. Die Aufgabe 1 war einfach, dass man seinen Retaker zeichnet. Ich habe ja mehrere zur Auswahl. Ich habe einfach mit June angefangen, weil gerade durch den Storybezug gab es halt was zu ihr zu erzählen aktuell. Und zwar eben sie in dieser Situation. Und sie ist halt niemand, der sich dann einfach hinsetzt und nichts mehr macht. Deswegen ist sie beim zweiten Tag quasi den Wachdienst am Machen. Und ja, sie könnte zwar jetzt im Falle eines Angriffs nicht unbedingt irgendwie was tun, weil ihr Schwert fehlt auch. Das hat sie auch draußen im Kampf verloren. Aber sie kann halt nicht einfach nur rumsitzen. Deswegen geht es ja auch trotz der Verletzungen im ersten Bezirk ein paar kleinere Schattenmonster durch die Gegend treten. Weil wer lässt sich denn davon unterkriegen, dass er eine Hand verliert? Ja, man sieht ihr halt an, dass sie entsprechend mit der Situation und sich selbst verdammt unzufrieden ist. Aber genau deswegen kann sie halt auch nicht einfach zu Hause sitzen bleiben und abwarten. Bei Tag 4 haben wir dann eine kleine Szene aus dem auf die Situation folgenden Alltag. June ist eigentlich primär Rechtshänderin und muss jetzt zusehen, wie sie mit links klarkommt. Entsprechend frustriert ist sie, dass nicht so ganz funktioniert, hat die Gabel dann aber irgendwann an den Tisch gerammt und isst ihr Schnitzel jetzt so. Und Aljona, ihre Freundin, ist zumindest die ganze Zeit an ihrer Seite und sorgt dafür, dass sie nicht komplett in dieser Problematik und diesen miserablen Gefühlen durch den Verlust der Hand und des Auges untergeht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso June trotzdem da sitzt und was isst und nicht einfach im Bett liegt und wartet, bis die Welt untergeht. Hier habe ich dann ein bisschen vorgearbeitet, weil wir diese Schattenmonster hatten, diese extra für Halloween dazugekommenen Schattenmonster, so Geister. Und da hatte ich dann eine kleine Bilderreihe mit Nell gemacht, gerade weil sich diese Bilderreihen eben so schön anbieten, um mal eben eine Kleinigkeit zu erzählen. Und diese Geister klauen eben gerne Gegenstände, also Waffen, Munition, das Gepäck, was man dabei hat. Und Nell hat halt gerade einen Manga gefunden. Denn ich weiß gerade gar nicht, ob ich das in den letzten Sketchbook-Touren schon erzählt hatte, aber ihr Freund sammelt ja Magical Girl Mangas und hat sie ein bisschen angesteckt mit der Thematik. Und sie hat jetzt eben ein Band gefunden gehabt und dieser Geist hat sich gedacht, ja, ne, das ist Beute, das will ich mitnehmen, ich will da Sachen klauen. Und sie hat sich entsprechend dagegen zur Wehr gesetzt. Hier haben wir noch eine kleine Alltagsszene mit Alex, Brie und See. Ja, Brise. Brie ist Pinos Charakter und Alex ist eben mein zweiter Retaker. Den kennt ihr ja schon von einem der vorigen Bilder hier und generell.
Hier haben wir noch eine kleine Alltagsszene, eben von Nell und Dimitri. Mit Mangas und Schattenkraken und Zimmer, und die haben ja mittlerweile ihre Wohnung und es ist halt einfach so eine, ja, entspannte Alltagssituation, weil das eben auch eine der Quests war. Ich habe noch überlegen, ob ich dieses oder dieses Bild für die Aufgabe einreichen möchte für Inktober oder Retober Tag 5. Das hat mir dann doch besser gefallen, deswegen ist es das geworden. Jetzt kommen so ein paar Bilder, wo einfach nur mehrere Charaktere der Gruppe zu sehen sind. Und zwar gab es entsprechend der Klassen die Aufgaben, eben mehrere Charaktere einer Klasse zu zeichnen. Hier haben wir eben die Guardians. Hier haben wir dann die Shadows. Denn es gibt zu jeder Klasse natürlich weit mehr Charaktere, als ich jeweils auf dem Bild habe. Aber ich dachte mir, bevor ich einfach nur meine Charaktere der jeweiligen Klasse zeichne, zeichne ich halt immer noch ein paar oder einen mit dazu oder einfach ein paar andere so für sich, um ein paar Charakter-Fanarts zu machen. Das sind unsere Caster. Hier haben wir dann ein paar Sniper mit dabei. Ein paar Medics, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und damit war dieses Büchlein dann auch schon voll. Denn es ist, wie gesagt, ein relativ kurzes, dünnes, kleines Heftchen. Die Fortsetzung dessen gibt es im nächsten Buch. Und das nächste Buch haue ich euch auch schon bald hier um die Ohren. Nur gerade für diejenigen, die vielleicht auch mal so ein kürzeres Video zwischendurch sehen möchten. Und damit ich auf diesem Kanal mal wieder was poste und euch nicht so brutal vernachlässige, wie ich es in letzter Zeit tue, habe ich jetzt zumindest dieses eine Tourbüchlein für euch und euch ein paar Charaktere der Gruppe vorgestellt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr kennt das Ganze. Schreibt mir gerne in die Kommentare, mit welchem Skizzenbuch ihr derzeit arbeitet, welche Skizzenbücher und Skizzenhefte ihr empfehlen könnt. Ich kann abschließend sagen, dieses Heft hier aus dem Zweierpack von Hahnemühle. Das Papier ist nicht unbedingt Marker geeignet, da es die Farbe sehr gut einsaugt. Also ne, das ist für Leute, die Markerspitzen schonen möchten, nicht so optimal. Ich habe mir aber auch nicht die Mühe gemacht, hier Full-Kolorationen reinzuhauen. Ich habe halt wirklich größtenteils mit Line-Arts gearbeitet, mit Schwarzflächen, Schraffuren, mit kleinen Farbakzenten. Und das tut es definitiv, weil die Oberfläche auch gut funktioniert. Die ist nicht zu rau, die kann viel radieren ab und auch das Füllen solcher Flächen funktioniert ohne Probleme. Und deswegen bin ich froh, dass ich ein Zweierset davon hatte, denn das zweite Buch hat mindestens genauso viel Spaß gemacht. Wir sehen uns dann demnächst im zweiten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, eine schöne restliche Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.